Julia arbeitet bei einem Systemintegrator und soll eine Machine Vision-Anwendung zur Abfallaufbereitung konzipieren. Müll soll effizient sortiert und recycelt werden. Und das einfach und kostengünstig. Die Sortieranlage hat sie. Es fehlt aber die visuelle Prüfung. Künstliche Intelligenz soll ihr dabei helfen. Daher hat sie sich schon verschiedene KI-Systeme angesehen. Aber sie kommt alleine nicht weiter. Denn für manche Komponenten wird Spezialwissen benötigt. Zum Glück kennt sie Georg, der schon viele KI-Anwendungen mit IDS Next-Kameras umgesetzt hat. Sie ruft ihn an und schildert ihr Vorhaben. Sie möchte KI-basierte Kameratechnik einsetzen, weiß aber überhaupt nicht, wo sie anfangen und wie sie die Anwendung programmieren soll. Georg hilft ihr sehr gern und erzählt ihr von der KI-Vision-Plattform IDS Next. Damit kann sie KI-basierte Bildverarbeitung erstellen, ohne Spezialwissen über künstliche Intelligenz oder Anwendungsprogrammierung. Das findet Julia sehr spannend. Am besten soll Julia mit dem Anwendungsassistenten starten, dem einfach bedienbaren Einstiegshelfer in IDS Next Lighthouse, dem cloudbasierten KI Vision Studio. Der Assistent leitet sie mit Tipps und Hilfestellungen zur fertigen Vision App. Mit dem blockbasierten Editor kann Julia den Anwendungsablauf schnell und einfach nach ihren Wünschen anpassen. Ganz unkompliziert wie bei einem Puzzle kann sie Programmelemente zusammensetzen. Logisches Denken reicht dazu aus. Und sie braucht auch hier keine Kenntnisse einer speziellen Programmiersprache. Mit den neuen Werkzeugen kann sie jetzt sogar intuitiv ihre eigene Anwendung erstellen, ohne zusätzliche PC-Software. Ein Zugang zu IDS Next Lighthouse mit dem It's So Easy Workflow genügt. Das Ergebnis? Eine fertig verwendbare KI Vision App. Und das Beste? Die Apps können jederzeit mit dem blockbasierten Editor in der Cloud oder direkt in der Kamera angepasst werden. Julia ist total begeistert und bestellt das IDS Next Ocean Creative Kit und legt direkt los. Jetzt ist nicht nur Georg von KI-Anwendungen überzeugt. Auch Julia liebt KI und die exciting new easiness mit IDS Next.